Soll ich mal die Folge gerade eigentlich jetzt nicht aufnehmen, beziehungsweise weil ich gerade meinem Night Level, ich dachte mir gerade so, eigentlich hast du noch 1000 Folgen gefühlt und dann dachte ich mir so, ja, okay, komm, machst du halt doch irgendwie. Ich meine, was wir gerade machen, ist ja wirklich jetzt schon eher auf der cooleren Zahl, das sagen wir mal so. Also, was wir hier machen, machen wir definitiv nicht immer. Oder kann man auch nicht immer machen. Wobei, man muss dazu sagen, Night Level ist generell, glaube ich, ziemlich cool. Also, hier Dingens in Leveln, Crack Shooter ist. Also, hier bei den Trolls oder bei den Trolls Leveln ist ganz witzig. Aber. Es ist auch sehr schnell, sehr langweilig. Und ich mit Night ist es, glaube ich, viel entspannter. Also, du sammelst hier die Mobs ein, machst irgendwie immer wieder mal AOE. Es ist so weniger, so viel weniger. Ich weiß nicht, ich meine, klar, du machst immer das gleiche, legst Mobs an und machst irgendeinen Skill oder so. Oder eben auch keinen Skill. Aber es ist irgendwie. Es ist einfach entspannt. Es ist nicht so aufgeregt. Es ist nicht so. Oh fuck, irgendwie keine Ahnung. Hier hat er irgendwie geblockt oder hier habe ich nicht hoch genug gekrittet oder keine Ahnung. Es ist irgendwie. Man farmt, man levelt. Level oder farmt. Einfach so viel entspannter. Und obendrein muss ich noch sagen, das ist halt irgendwie auch immer noch. Ja, man macht sogar mehr irgendwie. Obwohl man im Prinzip das Ganze viel entspannter macht und viel unaufgeregt und so, man ist einfach trotzdem viel, viel besser dabei irgendwie. Also, ja, weiß nicht. Genau, ich habe alles angemacht, was ich irgendwie hatte oder hab und was halt eben geht. Anarchie-Buffs noch an und so weiter. Auch die guten mit XP und so. Ja, ich weiß, ich war ein bisschen zu spät dran. Aber, naja. Schau mal auf die XP, die sind wirklich brutal. Ich meine, unsere HP sind auch brutal, wir hätten auch restarten können, fällt mir gerade auf, habe ich nicht dran gedacht. Ja, hier das ist halt auch echt nur ein Witz. Also wir könnten hier theoretisch wirklich auf pur STR AOEen. Ist gar kein Problem, ich meine, wir haben 11.000 Def. Ja, es würde uns ziemlich viel Zeit sparen, aber ich habe gerade aktuell leider keinen Restart dabei. Ich meine, wenn wir nachher mal verkaufen, ich könnte wieder einen anderen Charakter hier reinstellen. Und mich dann zurückporten. Das wird funktionieren. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich sinnvoll. Ja, mal schauen. Lauf schon weg. Auto-Attack. Nice. Ich glaube übrigens, ja, bewusst ohne EXP-Pad. Ich weiß, das würde nochmal die XP so krass boosten. Aber ich will, also ich muss ja halt irgendwann mal mein Pad hier leveln. Und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also ich habe es mal auf Anarchy, also auf Angel League gemacht. Muss halt sein, ja, muss halt mal gelevelt werden. Ich habe auch zwei Pads, deswegen ist es gar kein großes Ding, dass ich das hier mal nebenbei schnell auf Angel League mache. Und ja. Muss man aber machen, kennt ihr ja. Das Coole ist übrigens, wenn man hier die Auto-Tags ausmacht, dann kann man hier wirklich einfach diesen Skill spammen und muss nicht Escape drücken oder so. Es ist wirklich in jeder Hinsicht halt einfach so geil. Also es ist einfach nur angenehm. Und ja, ich weiß, ich muss den Charakter hier eigentlich innerhalb von kürzester Zeit eigentlich hochziehen. Es gibt noch so viel, was wir hier farmen könnten. Wahrscheinlich aber nie farmen werden. Achso, by the way, die ganzen Sachen habe ich noch von meinen alten Char rüber gehandelt. Ich habe das natürlich jetzt nicht mal alles neu gefarmt. Wäre auch wirklich absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja. 200 Mobs in 6 Minuten, das wären mal 10. Das wären 2000 Mobs in einer Stunde, das ist gar nicht mal so viel. Wobei, natürlich, ich habe einen Counter hier angemacht, als ich die ersten Mobs eingesammelt habe. Ich habe jetzt gerade auch nicht so geil effizient hier gerade die Mobs eingesammelt. Ja, muss man schauen. Oh Gott, hab ich einen Imperial Rush angemacht? Nein. Mann. Brauchen wir 20 gerade. Hier brauchen wir auch noch einen. Ah, Medizin hier, wichtig. Ich meine, die XP sind zu hoch. Wir könnten hier wirklich, wir könnten dann locker Angel Rank 50 machen. Das wäre halt rein theoretisch schon wirklich drin.
Und es wäre halt auch wichtig, weil dann kriegt man auch wieder diese ganzen Rewards dafür und so weiter. Und neben den Rewards kriegt man auch wieder ein paar Stat-Dice, Rerolls und so weiter. Schon alle durch. Ja, sind halt komplett kacke. Mit 58 STI ist schon ziemlich, ziemlich geil, aber der Rest ist halt wirklich useless. Da muss man echt noch ziemlich viel ausgeben dafür. Und ja, das Pet-Level ist super, 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 super langsam. Das wird echt nochmal ein ziemlicher Spaß hier. Ich meine, theoretisch kann man so 3000 Mobs pro Stunde schaffen, wenn man AOE hier. Das ist machbar. Dafür muss man allerdings schon ein bisschen naja, motivierter sein. Oder talentierter vielleicht auch. Naja. So, ja, also Angel Legend Score steigt auch ganz gut an. Falls euch fragt, warum das der hier bei mir so komisch drin backt. Ich habe meine Schriftart, also meine Schriftgröße erhöht halt in Windows. Weil mit einem 1044p Monitor ist halt alles super klein. Und ist einfach schlecht für die Augen. Vor allem, wenn ich halt wirklich den ganzen Tag nur auf irgendeinen Couch da oder halt in irgendwelchen Ordnern irgendwelche Files und her schiebt, dann wird man halt irgendwann echt verrückt. Und insofern, ja, habe ich da größer gemacht. Leider skaliert in Flife ein bisschen blöd mit. Beziehungsweise manche Zahlen sind halt ein bisschen suboptimal, sagen wir so. Oder manche Fenster sind einfach zu klein und naja. Ist nicht schlimm. Ich meine, die ersten 4 Zahlen sind im Prinzip die wichtigsten. Und die ersten 5 vielleicht so. Und die ersten 5, 7 ja auch noch. Von daher, alles entspannt. Ich bräuchte Inventory Bags, merke ich gerade. Scheiße. Gleich haben wir 3 Level. Alter, wir haben 3 Level-Ups gemacht in 10 Minuten. Was? Also gut, ich hatte 70% am Anfang. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ja, ich weiß, laufen gleich wieder weg. Oh, ich will mehr sammeln, ich will alles sammeln, ich will den ganzen Spawn hier sammeln. So, 333 aktuell. Mal schauen, wie viel das wir hier gleich haben. Ich bräuchte echt mehr Damage, das ist echt kacke. 30 bisher, ja. 60 Mobs haben wir ungefähr gemacht. Ein bisschen weniger. 57 Mobs waren es eben. Schon geil, schon sehr geil. Aber kein Level ab, glaub schon, oder? Ja, 3 Level. 10 Minuten. Ja, also ich denke, wir könnten. Ich denke, wir sollten es schaffen. Das ist, glaube ich, schon recht realistisch. Genau hier. Ja. Ah, wir müssen halt so viel. Wir müssen hier noch so viel am Equipment machen. Das ist halt unfassbar. Das Ding ist, uns fehlt leider für ordentlich HP, fehlt uns einfach noch so viel Stuff irgendwie. Ich meine, das Ding müsste im Prinzip einfach auch Angelic plus 20 werden, das ist einfach so. Würde uns einfach mal, ja, aus dem Nichts im Prinzip 55 STA bringen. So viel bringt nämlich eine Angelic plus 20 Waffe mit Stat-Dias. Kostet halt wirklich wieder ein Vermögen und das habe ich jetzt einfach nicht. Ich meine, klar, Pat bringt nochmal 50 STA, sind allein schon mal 105 STA nur dadurch. Und natürlich Glyphe nochmal irgendwie bis zu 50 STA nochmal mehr. Ja, gut, Ringe könnte man halt, glaube ich, noch naja, nicht günstig. Das ist absolut nicht günstig. Absolut. Ganz und gar nicht. Ich meine, 1000 Tries, das sind. Oh Gott. Wie viel kostet ein Versuch? Ich hab's vergessen. 8 Millionen, glaube ich, oder so. Die Mobs stehen gerade so behindert. Sind auch mal 80 Perien dann. Ist halt irgendwie auch wieder kacke. Habe ich aktuell vor allem nicht mal. Naja, belastend. Hallo, AOE. Ups. Mit Deal X Damage. So, naja, gut, geht schon hoch, aber. Naja. Daily Challenges. Ja, genau, Awake und so. Wir bräuchten so viel Stuff. Wir bräuchten halt eine Titan-Bane-Waffe, wäre echt richtig geil. Aber das Zeug ist auch wieder so teuer. Ich
meine, Dungeons Farmen lohnt sich aktuell überhaupt nicht mehr. Also, wenn man halt Bock drauf hat, dann kann man es halt machen, okay. Aber für alles Weitere macht es halt so gar keinen Sinn. Also, die Preise sind halt wirklich ein Witz, die sind halt komplett kollabiert. Ich meine, selbst das Damage-Set für einen Psykeeper, ich meine, Psykeeper ist eine extrem geile Damage-Klasse und auch eine Farm-Klasse und das ist, Psykeeper ist mega. 5 Perien für 450er Set-Teile bzw. Schmuckfragmente. 5 Perien. Und die werden nicht mal verkauft für den Preis. Also die kauft noch nicht mal jemand für den Preis. Ich meine, wir verschenken die quasi und die will trotzdem keiner kaufen. Und auch Crack-Shooter-Teile sind jetzt so billig mittlerweile. Ich meine, die werden für 30 Perien verkauft oder halt eben auch nicht verkauft. Je nachdem. Das ist halt wirklich ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Und ich meine, man kann halt nicht immer hier hocken und halt immer hier Mobs killen. Das ist halt auch so lame irgendwie. Aber andererseits müsste man es halt machen, wenn man halt wirklich ernsthaft halt was verdienen will. Weil anders kommt man nicht an Geld momentan. Ich meine, klar, Cascada und hier leveln war schon immer King. Das ist so, aber die Dungeons zu farmen lohnt sich halt einfach so gar nicht mehr, wisst ihr? Ich meine, wir brauchen für alle 8 Runs brauchen wir momentan ungefähr so 2 Stunden. Vielleicht mal eine Stunde 45, aber halt wirklich richtig lang. Und dafür fahren wir halt mit 4 Leuten. Aber was dabei rauskommt, ist halt effektiv nichts. Nada, gar nichts. Und insofern ist es halt wirklich schon ein ziemlicher Witz. Also, ich meine, wie soll man halt irgendwie in Geld kommen oder auch mal irgendwie so an Sachen denken wie Bloodbane und Titanbane und so, wenn man halt nichts droppt. Also, beziehungsweise, ja, man droppt schon was. Die Droprate ist ja an sich okay. Aber es hat halt keinen Sinn, weil das kauft. Also, entweder kauft es gar keiner. Das ist im Prinzip immer der Fall, egal wie teuer das ist. Oder es ist halt sowieso einfach nichts mehr wert. Ah, im Inventar ist halt. Ich hab ganzen Müll da drin. Lass mich mal ganz kurz hier hin. Hallo? Born of Love. Aha. Alien. Komm. Dahin. Dann kurz nach Flaris. Alles schnell verkaufen und schnell was TR umsetzen. Das muss sich lohnen. Hoffe ich zumindest. Quicksale einmal. Einmal, zweimal. STA, STR. Wurde das gar nicht gekauft? Ja, toll. So. Da rein. Alien. Zack. Schnell mal hier Gas geben. Dahin. Weitermachen. Oh Gott, ey. Ringmaster followen. Puh, easy. Dann müssen wir hier schon mal weiter auf SCR starten. 19. Ey, wie viel Attack, dass ich hier einfach mal bekomme? Wie viel AOE Damage meinst? Okay. 100k AOE Damage kann man sich immer gönnen. Das haben wir hier rein. Ich muss gerade einfach mal schnell füllen. Das sind Karten, will ich jetzt nämlich mal hier drin haben. So, habe ich da alles drin? Habe immer noch alles drin, oder? Nee, nicht mal annähernd. Weg mit dem ganzen Müll. Mann. Ja, ich werde trotzdem auslernen, by the way. Und ja, jede Runde. Oh, hier könnte man. Ach, komm, rein damit. Ja, ist ein bisschen dumm, ich weiß, aber es. Komm, scheiß drauf. Braucht man. Das Pattern muss es unbedingt dringend leveln. Vielleicht mache ich dann mal 18 Minuten mehr oder so, muss ich mal schauen, aber. Ja, das Pad muss leveln. Das muss ich mir wirklich mal vorangehen. Ich hätte mir noch das andere Set drüber handeln können, merke ich gerade. Ah, das war auch wieder dumm. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendein AOE-Set oder so. Also ein HP-Set. Müsste ich halt unbedingt mal rüberhandeln. Ich meine, gibt da 20 Stats und Death und Speed und vor allem Speed. Oh. Speed ist halt sauwichtig und saugeil. Alter, 346k HP auf pur STR. Das ist halt echt schon krass.
Und ist halt quasi ohne STA-Pad. Das Pad bringt aktuell 28 nur. Mit Awake. Das ganze Guildenleben ist halt momentan auch wieder so im Arsch. Das ist halt... Ach, ihr scheiß verfickten Monster, Mann. Reg mich so auf. Ja, ich müsste mir auf die Minimap schauen. Ich weiß. Oh ja, die gehen viel schneller down jetzt. Der Unterschied ist sehr gut spürbar. Ich meine, ja, Legendary Colosseum wäre natürlich jetzt schon auch nochmal eine ziemlich coole Sache. Damit kann man ziemlich viel Geld verdienen. Wenn man es dann irgendwie so zu viert farmen könnte, oder halt egal mit wie vielen, spielt keine Rolle, dann wäre schon definitiv nochmal eine ganz coole Sache. Ich meine, es muss halt nicht in 8 Minuten oder so gehen, das ist halt, also ist halt mir persönlich halt komplett egal, wie lange wir es wirklich dafür brauchen, so scheiß drauf. Nur wir müssen es halt schaffen irgendwie. Und ja. Alter, über 100.000 Damage. So nice einfach. Gleich nur mit 3 STR dazu. Freue mich richtig. Was haben wir aktuell drin? 19 Minuten 4 Level. Wird spannend. Also ich würde hoffen, dass wir 50 schaffen. Das wäre schon wichtig, weil ich brauche einfach auch die zusätzlichen STA und so. Das wäre schon nützlich. Wenn es knapp 700 Mobs in 20 Minuten. Das ist gut. Das wäre. Naja, das ist nicht gut, oder? Ja, 2,1. Warum ist es immer gerade so langsam? Ich meine, ja, laufen alle wieder weg und so. Und ich bin halt zu blöd zum Leveln, aber. Ja, ein bisschen mehr schaffen wir vielleicht. Wenn wir wirklich richtig konzentriert leveln und Gas geben, könnte das schon funktionieren. Pet hat 44%. Ist nicht so das, was ich mir aktuell wünsche, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt okay und so, aber... Naja. Ich hätte übrigens auch noch ein anderes Pad, das bringt mir das aktuell. Mal kurz nachschauen. Aha. Ich habe das Fenster angetappt. Es hat 22 STA und 11 Crit-Schaden. Das ist die Pad. War eigentlich dumm, dass ich das Pad genommen habe, oder? Das war halt eigentlich schon dumm. Warum mache ich die ganze Zeit irgendwie so dumme Sachen eigentlich? Ich bringe 3 STA mehr, aber ich könnte es halt dafür auf dem anderen Charakter nutzen. Andererseits brauche ich auf dem anderen Charakter halt jetzt nicht unbedingt zu viel AP, glaube ich. Also ich brauche jetzt kein Angelic STA-Pad eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Ah, 45 haben wir geschafft. Nice. Ja. Nette Sache. Ja, geht schon ziemlich krass voran. Ich suche momentan übrigens immer noch nach irgendeinem Projekt oder so. Ich finde einfach nichts, was ich gerade irgendwie so anfangen kann. Also ich meine, ich habe schon so Projekte, aber das sind halt so Sachen, die wären halt irgendwie so cool, wenn man sie hat, aber ich habe halt nicht wirklich Bock, sie umzusetzen. Also sowas wie Web-Development und so ist halt nicht meines irgendwie. Also ich weiß also gar nicht, wo ich anfangen soll. So. Ich meine, irgendwie im Prinzip will ich halt so ein bisschen Data-Mining betreiben. Hätte mal so die Idee, so einfach Wetterdaten zu minen und halt zusammenzutragen in Statistiken und so. Problem ist halt so, wo fängst du halt an? Du brauchst einen Webspace.
Da muss ich erst mit HTML, PHP und JavaScript auseinandersetzen. Habe ich. Ich meine, ist okay, aber habe jetzt auch nicht so mega Bock drauf, weil JavaScript ist irgendwie auch so eine Bad-Language irgendwie. Will man halt also auch nicht so unbedingt lernen. Da braucht man halt irgendwie PHP und. Gut, wobei PHP braucht man, das weiß ich nicht. Also HTML ist kein nicht Rede wert, PHP eigentlich auch nicht. JavaScript, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall. Dann brauchst du noch irgendwas. Irgendeinen Server oder so. So einen kleinen V-Server, wo du dann ein Programm drauflaufen lassen kannst, was du dann irgendwie jede x Stunden oder jede x Minuten halt dann die Daten von irgendwas abruft und halt in eine Datenbank einträgt. Du brauchst vor allem eine Datenbank, musst du wahrscheinlich auch noch mieten. Gut, teilweise ist es halt beim Webspace mit dabei. Es ist auch wieder so, ja. So viele Sachen, die man braucht, die man kaufen, mieten muss, die mit tausend Sachen verbunden sind. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin einfach zu alt dafür. Als ich halt so richtig jung war, wollte ich halt immer so solche Sachen machen. Also generell irgendwie selbst so ein bisschen was aufbauen und so. Und hast irgendwie so mega Bock, immer motiviert und so. Ich wurde einfach so oft enttäuscht, irgendwie so einfach so gebrochen und dass ich einfach mittlerweile so, ich meine, ja, jetzt bin ich Mitte. Oder, ja, noch Mitte 20, wahrscheinlich bald Ende 20, also wahrscheinlich bald Ende 20 halt dann. Und, irgendwie so diese Motivation in mir ist einfach nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber da existiert einfach nichts mehr. So dieser innere Funken, der ist mir einfach nicht mehr da. Ich habe einfach keine Motivation mehr für irgendwas. Ich meine, würde ich jetzt nicht sowieso YouTube machen, ich würde nie jetzt auf die Idee kommen, YouTube anzufangen. Nie im Leben. Wirklich never. Gar nicht. Nicht mal annähernd. Nicht mal ein bisschen. Jetzt, weil ich es mache, mache ich es eben weiter und so. Und wenn man mal drin ist, dann macht es auch Spaß. Aber ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht. Das Ding ist halt, so viele versprechen einem immer so Gott und die Welt irgendwie. Und effektiv, was man bekommt, ist halt so nichts. Oder wird dann von irgendwie Bürokratie erschlagen, wie halt im Deutschen sowieso immer der Fall ist. So, das ist halt, ich weiß nicht. Es killt einfach jede Art von Kreativität und von, von Lust. Aber nicht nur das, es ist halt, es sind viele Faktoren. Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich gerade immer was ist. Also eine Levelstunde ist doch relativ lang. Ne, die Sache ist irgendwie, ich habe irgendwie auch ziemlich viele Sachen angefangen und wieder aufgehört. Viel zu früh wieder aufgehört. Und ja, ich meine, es ist kompliziert. Es ist halt echt kompliziert. Das Letzte, was ich halt irgendwie so angefangen habe, im Größeren, sag jetzt mal, war damals 3D-Drucken. Ich hatte mega Bock drauf. Und ich habe schon auch Potenzial gesehen, wie man es zu mehr als einem Hobby machen kann. Und als dann das Ganze mit dem Pandemie und so losging, dann hieß es halt immer wieder so Face Shields und so weiter. Da dachte man so, geil, Face Shields kannst du halt so billig und so geil produzieren. Richtig nice. Ich habe die Story schon mal erzählt, vielleicht kennen das der ein oder andere. Dann habe ich damals unser Landratsamt angeschrieben, weil die haben halt da geschrieben in der Zeitung so, ja, die suchen halt irgendwie nach Lösungen und wer nähen kann, soll Masken machen und so weiter. Und dachte mir so, okay, schreibe ich es einfach mal an. Hier, Face Shields, hatten auch ein paar Samples geschickt und so weiter. Und obwohl die halt sehr offensiv halt danach gesucht haben, nach welchen Lösungen auch immer, kam nie eine Antwort. Und ich muss sagen, es hat mich damals halt noch gar nicht mal, also es hat mich definitiv schon demotiviert. Ich glaube, ich habe auch an zwei Landratsämter geschrieben oder so. Ich glaube, unseres hier und
da, wo ich früher gewohnt habe. Ich meine, ja, die Landkreise sind halt relativ weitläufig bei uns so. Deswegen sind alle, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und wenn man sowas macht, dann kann man halt jetzt nicht irgendwie 60 Kilometer weit fahren oder so. Also es ist halt schon begrenzt, wenn man versteht, was ich meine. Also man kann jetzt nicht irgendwie die Dinger durch die ganze Welt liefern, weil irgendwann hat man halt keine Gewinnspanne mehr. Und naja, effektiv, es kam nie eine Antwort. Und jetzt kann man sagen, so ja, okay, hatten halt irgendwie doch kein Interesse und so. Das Ding war, Alter. Das Traurige an der Sache war, sie hatten nichts, also sie hatten wirklich gar nichts. Und zum Zeitpunkt hätten die es theoretisch genommen, wie es, was ich erfahren habe. Nur waren wir einer dieser Landkreise, die diesen, bei diesen Maskenskandalen mit dabei waren. Hier die Vetternwirtschaft, irgendwelchen kruden Maskendeals und so weiter, wo sich halt dann Landratsamt oder irgendwelche Beamte dann die Taschen voll gemacht haben. Und ja. Und das Ding ist, andere Landkreise, ich weiß, man hat die Dinger zwar gefühlt nie gesehen, aber sehr viele andere Landkreise haben solche Angebote angenommen. Und ich hatte eben auch Kontakt zu einem sehr jungen 3D-Drucker, also jemand, der halt 3D-Drucker Sachen macht. Der hat damals mit 13 angefangen, ist jetzt 17 oder 16, glaube ich. Und mit dem habe ich dann damals geschrieben. Er hat halt dann irgendwie so mit 1, 2, 3 3D-Druckern angefangen und hat dann halt, er hatte mehr Glück, bei ihm hat es funktioniert, hat dann für die Landratsämter alles mögliche gemacht. Und ja, mittlerweile hat er, glaube ich, einen ganzen Raum oder mehrere Räume daheim mit 40 3D-Druckern. Muss ich mich mal vorstellen. Mit 13, ja. Also, mittlerweile ein bisschen älter. Ich glaube, mit 14 oder 15 dann schon so viele 3D-Drucker. Und da haben die Landratsämter eben sofort zugesagt, haben sofort zugeschlagen und haben halt wirklich die Jahre dann immer wieder einige gekauft. Also mehrere hundert pro Jahr. Was ziemlich viel ist, wenn man es halt bedenkt, dass 3D-Drucken schon auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, effektiv, der einzige Grund, warum es halt damals bei uns nicht geklappt hat, war halt wirklich, weil die, ich glaube, ich habe denen sogar ein Paket geschickt mit Beispielen, also mit fertigen Dingern. Ich glaube, ich hatte immer zwei oder drei, glaube ich, reingelegt, ja, fertig zusammengebaut und so weiter. Wenn auch schöne Exemplare, jetzt nicht irgendwelche hässlichen oder so. Ich glaube, das war sogar so. Ist eine lange Zeit schon her, es sind über 3 Jahre her, aber fast 4 Jahre sogar. Aber das, glaube ich, war mit Samples, ja. Auf jeden Fall, es sind solche Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass man ja effektiv nichts erreicht irgendwie, weil das Ding war auch, ich habe dann halt eben auch versucht, so andere Sachen anzubieten. Ich habe natürlich vielleicht auch den anderen ein bisschen kopiert, würde ich jetzt nicht sagen. Habe einfach so geschaut, okay, was funktioniert bei ihm? Okay, probiere ich mal bei unserem Landratsamt. Die haben, ich glaube, ich weiß es nicht, ich muss nachschauen, ich glaube, die haben halt wirklich nie drauf reagiert. Und ich meine, natürlich, wenn jetzt die sagen, okay, wir sind jetzt korrupt und kaufen jetzt, haben jetzt irgendwelche korrupten Maskendeals und die Face Shields nehmen jetzt nicht, können wir auch nicht sagen, dass sie korrupt sind. Das ist eben das Problem, dass sie sagen können, okay, das andere nehmen wir von dir, weil das würde dann nicht mehr so funktionieren. Die können halt nicht sagen so, ja, wir kaufen jetzt Masken und das rechtfertigen wir jetzt hier, weil so ein Riesenbedarf da ist und dafür zahlen wir auch das Zehnfache und so. Alles passiert bei uns. Deutschlandweit ist es passiert, so die ganzen CDUler mit ihren Maskendeals. Wo die halt dann super viel Staatsgeld halt und irgendwelchen Bekannten und Verbündeten, verschwagerten Firmen halt dann zugesteckt haben, die halt dann für absurde Mengen von Geld irgendwelche Masken geschneidert haben und die halt dann komplett überbezahlt haben. Und die hatten dann einfach kein Interesse. Die haben halt, die haben so viele Millionen aus dieser Pandemie gezogen. Und die waren halt einfach auf einem ganz anderen Level von Business da. Was übrigens bis heute keine Folgen hatte, will ich nur mal so herausstellen. Und wenn man halt da jetzt als Junge ankommt und denen vielleicht irgendwie
ein paar hundert, was auch immer verkaufen will, Face Shield oder whatever, dann interessiert das die halt einfach nicht. Die hatten halt wirklich das große Geld da gesehen und auch das große Geld gemacht. Die haben halt, die haben Summen verdient, das muss krass sein. Also, ich meine, allein bei dem Landkreis, von dem jetzt ich aktuell rede, oder von einem dieser zweien, kam mir raus, dass die über 80.000 Masken aus irgendwelchen komischen, fetten wirtschaftlichen Sachen gekauft haben. Und das zu Preisen, die halt wirklich viel, viel, viel zu hoch waren. Also ich weiß nicht genau, wie hoch das die waren. In der Zeitung stand, dass die teilweise bis zum Zehnfachen des Preises zahlten. Und ich weiß nicht, wie viel das die Masken damals kosten, regulär. Ich glaube, 1, 2 Euro pro Maske und die haben das Zehnfache gezahlt. Das ist mal 80.000. Ihr könnt euch, glaube ich, ausrechnen, wie viel das die mitgemacht haben. Und ja, wie gesagt, wenn ich meine, ich will es nicht nur alles irgendwie anderen anlasten, aber wären die halt damals, wären die halt nicht korrupt gewesen, oder wenn nicht korrupt, dann hätte ich mir wirklich was Cooles aufbauen können und hätte halt einfach einen Startschuss gehabt, der halt auch wirklich, also, ich meine, er hat mir was gebracht und ich glaube, er hat auch dem Landratsamt was gebracht. Vor allem hätte es hätte den ganzen Steuerzahlen was gebracht, weil ich glaube, ich habe, wie habe ich damals verlangt, ich glaube 2, 3 oder 4 Euro oder so pro Stück. Weniger auf alle Fälle, was die für Masken ausgegeben haben. Und so eine Maske wechselst du auch alle 2 Tage. Das heißt, naja, ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Wenn man halt ein Einwegprodukt für eine immense Summe Geld kauft oder halt ein Mehrwegprodukt haben kann. Tja. Auf jeden Fall, das war dann so das Ding, was mich halt wirklich... Ja, was hat dann... Also es war nicht der Auslöser irgendwie, aber es war halt wieder so ein weiteres Ding, was mich irgendwie runtergezogen hat. Und... Kurz wegporten. Regenmaße, kein MP mehr, nice. Ach fuck, ich bin dumm, ich muss mich nach Eldern porten. Okay, das geht aber ziemlich, ziemlich schnell. Okay, so. Ja, wie gesagt, zwar eine der Sachen, die mich halt dann runtergezogen haben. Und hat einfach so, ja, es war einfach so dumm irgendwie, so nutzlos, grundlos. Und, ja, war einfach so demotivierend das Ganze. Ich habe auch schon aufgehört, irgendwie mit 3D-Drucken, nach relativ kurzer Zeit. Und ja, irgendwie hat sich das Ganze so die ganzen Jahre durchgezogen. Nicht so mega deprig klingen, aber es ist halt, wie es ist. Und ja, ich weiß nicht. Es ist halt echt alles ist echt alles Kacke irgendwie. Und ich meine, wenn man halt nur Rückschläge hat und wirklich so gar nichts klappt, wirklich nie in irgendeiner Form. Ich meine, ich weiß es nicht. Das Ding ist, man investiert immer haufenweise Geld und Zeit. Also ich meine, was man so ins 3D-Drucken wirklich an Zeit und Erfahrung investieren muss, bis das Ganze mal irgendwie klappt und bis wirklich mal irgendwas rauskommt, was halt nicht irgendwie direkt zerfällt oder beim Drucken schon irgendwie abbricht oder so. Wer schon mal 3D gedruckt hat, weiß, wovon ich sprich. Wenn ich davon weiß, es ist eine Wissenschaft für sich. Und es ist keine Übertreibung. Und ja, also man denkt sich also, ja, man investiert wirklich viel Zeit rein. Und man könnte halt wirklich so viel geilen Stuff machen. Und man könnte auch mal das wirklich mal so als Made in Germany verkaufen und nicht halt irgendein Plastikprodukt aus China. Oh, 2-4. Ich hab zum ersten Mal Glück. Beim Pad. Nice. Krass. Ja, wir hatten in jeder Hinsicht einfach wirklich was Cooles eigentlich. Wäre für mich cool, wäre für die anderen cool. Ich meine, wird lokal produziert und so. Es sind halt so Sachen, die halt schon cool sind. Viele, viele, viele Vorteile,
Ich meine, es wird nicht irgendwie aus China irgendwie daher geschifft oder so. Also. Und vor allem hat auch solche passgenauen Lösungen. Und so, wenn man halt irgendwie sagt, so, ja, keine Ahnung, das Face Shield oder so ist irgendwie. Du brauchst 3 cm breiter, dicker, whatever. Du brauchst anders geformt oder so. Probier es mal bei irgendeiner chinesischen Firma. Have fun. Allein schon mal die Transportwege sind 3-4 Wochen. Und hier wäre es halt einfach wieder besser, aber. Naja. Es ist halt hier irgendwie alles korrupt. Das ist halt einfach das Traurige. Und ich frage mich halt wirklich so, was wäre halt wirklich so ein richtiger Weg, um irgendwas zu finden, um mit irgendwas wirklich zu starten. Ich meine, ich habe auch mit Dani und mit anderen Leuten hier schon gesprochen. Ich habe auch mit Fladi schon gesprochen. Also mit Fladi wegen Aushelfen, Dani wegen was anderem. Weiß nicht, ob ich es sagen darf, wahrscheinlich nicht. Und das Ding ist halt auch hier wieder so. Ich meine, natürlich ist es. Es wäre definitiv eine coole Sache. Hier bei CWF Live beim Programmieren helfen. Wäre geil. CWF Live entwickeln, why not? An Flive arbeiten, das ist schon cool. Nur mittlerweile muss ich halt sagen, ich habe so wenig Motivation mittlerweile. Damals habe ich gesagt, so, ja, ich fange sofort damit an, da habe ich richtig Lust drauf und so. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe auch jetzt Lust drauf. Aber nach, ich weiß nicht wie vielen Rückschlägen, habe ich mittlerweile einfach so die Bedenken, okay, was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt 1-2 Jahre lang C++ lerne und halt irgendwie dann einfach anfange, so die ersten Sachen in Flive zu programmieren, um halt einfach auf einem Level zu sein, wo ich auch eine Hilfe bin. Was ist denn zum Beispiel, wenn CWFlive vorher zumacht? Oder auch bei dem Projekt von Dani, wenn er zum Beispiel so sagt, so ja, wird doch nichts. Oder, also bei der Sache, um die es da geht, würde ich halt scheinbar, glaube ich, so for free arbeiten im Prinzip. Und natürlich hören wir oft wieder so, oder viel, ich will sie mir jetzt nicht unterstellen, auf gar keinen Fall, ich weiß nicht mal, wir haben nicht mal drüber geredet und so, aber wenn halt irgendwelche neuen Sachen gebaut werden, also programmiert werden und so, was auch immer, dann haben wir natürlich unter Umständen, wenn man von vornherein dabei ist, gute Karten, einfach später halt auch wirklich auch gut Geld damit zu verdienen. Wer von Anfang dabei ist, klar. Nur wie viele Leute gab, oder wie viele Fälle gab es denn schon von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Exit-Scams? Oder plötzlich halt einfach so der Teilhaber irgendwie rausgeschmissen wird oder so. Und der dann komplett leer ausgeht. Ich meine, eines der größten Projekte aller Zeiten, also eines der bekanntesten Projekte aller Zeiten, ja, groß, bekannt, wie auch immer, Facebook ist ja so ein Ding. Ich meine, Mark Zuckerberg wird unterstellt, dass er Facebook gar nicht programmiert hat, sondern damals 3 oder 4 Leute dran beschäftigt waren und er hat sich das Ganze dann quasi unter den Nagel gerissen. Und die, glaube ich, hat irgendwie nie oder kaum entlohnt. Das ist halt, es passiert halt immer und immer wieder. Und ja, ich sehe da halt zumindest ein Potenzial, dass es halt hier genauso sein könnte. Wie gesagt, ich will es hier nicht unterstellen oder so. Das ist einfach. Es ist einfach eine realistische Sache, die passieren könnte. Die sehe ich halt einfach als sowas. Und deswegen bin ich halt echt, ja, wieder überskeptisch irgendwie. Da ist halt. Da bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, so, ja. Könnte ich mir halt vorstellen, dass halt vielleicht sowas halt irgendwie passiert oder so. Entweder das eine ist halt schon vorher down oder es wird vielleicht nie fertiggestellt oder. Dass man halt wirklich effektiv monatelang oder jahrelang dran umsonst gearbeitet hat und gelernt hat und am effektiv am Ende halt einfach nichts mehr rauskommt. Und die Gefahr ist einfach riesig. Und natürlich wäre auch schon so überlegt, klar, man könnte natürlich jetzt einfach irgendwo anfangen und halt jemanden arbeiten. Ich meine, klar, halt so der reguläre Weg. Das Ding ist halt so, Softwareentwicklung ist bei uns halt, gibt's halt nicht. Ich bin halt auf dem Dorf, hier gibt's nichts. Also, klar, Webentwicklung wird's geben. Da findet man vielleicht noch so 1, 2, 3
verschiedene Arbeitgeber. Das haut schon hin. Ja, aber Webentwicklung ist halt A, nicht gut bezahlt. Also es ist, wir reden hier von immer noch absolut überdurchschnittlichen Löhnen. Aber wobei, nee, überdurchschnittlich ist, glaube ich, ist es hochgegriffen. Also wir reden halt von guten Löhnen, definitiv. Ist natürlich jetzt auch nicht so schwer und das können halt auch relativ viele Leute im Verhältnis. Ich meine, Angebot und Nachfrage ist halt immer das Gleiche. Ich glaube, wir reden von einem Jahreseinkommen von 40.000 ungefähr. 35 bis 40.000 als Einsteiger. Nee, nicht als, nee, warte mal, als Einsteiger glaube ich sind wir bei 30.000 ungefähr. 30, 35.000 als Einsteiger. Versteh mich nicht falsch, das ist. Warte mal, ist das gut? Lass mich kurz mal rechnen. Ist es gut? Ja. Es ist definitiv kein schlechter Lohn. Damit kann man definitiv leben. Man muss sich jetzt, glaube ich, also man muss nicht überlegen, ob man jetzt irgendwie nur einmal im Monat zum Essen geht oder 10-mal. Also man kann damit gut leben, Punkt. Definitiv. Aber versteh mich nicht falsch. Es ist jetzt nicht das, was ich machen will. Und es ist, ja, ich weiß es nicht, so. Ich meine, man kann natürlich auch einfach Pech haben. Ich meine, es sind ja wirklich kleine, sehr, sehr kleine, es sind ein, zwei Mann-Unternehmen hier. Oder kann auch sein, dass man vielleicht nur 30.000 verdient im Jahr. Oder vielleicht nur 25.000 verdient. Ja, vielleicht kriegt man hier 2.000 oder, naja, ein bisschen mehr kriegt man schon. Ich sag mal so 3.000 Euro brutto. Denke ich mal, viel mehr wird da nicht drin sein. Und natürlich kann man sagen, damit gibt man sich zufrieden. Ist ein gutes Einkommen, hat nicht jeder. 3.000 brutto ist gut, zumindest. Ja, in Deutschland bei der Steuerlast ist es, je nachdem, wie man lebt und wo man lebt, ob man ein Haus hat oder so oder nicht, ist es halt besser oder nicht, je nachdem. Aber es ist halt so, man hat halt einfach keine Aufstiegsmöglichkeiten. Man ist stuck an diesem Punkt. Man wird halt einfach nie mehr erreichen als diese vielleicht 30.000 oder so im Monat. Im Jahr. Damit ist man halt so dieser typische 0815-Job, den man halt irgendwie so dieser 9-to-5-Job, so halt um 9 Uhr in die Arbeit und um 5 Uhr nach Hause. Man wird nie was erreichen. Man wird nie in keiner Art und Weise irgendwie, ich sag jetzt mal, Erfolg haben. Man macht das ein ganzes Leben. Es ist langweilig, es ist lang. Man hat trotzdem vielleicht Überstunden. Und ja, es wird mir zur Zeit auch einfach langweilig. Und da muss ich halt sagen, es ist halt was anderes, wenn man halt zum Beispiel sagt, okay, man arbeitet halt irgendwie als Java, C-Sharp, C++-Entwickler und man fängt halt vielleicht klein an mit einem Einkommen von 40, 45.000. Durch Inflation wahrscheinlich jetzt 45.000, glaube ich, sind denkbar. Als Junior-Entwickler. Dann ist man halt bei 4.000 im Monat. Weil das schon wirklich mal eine andere Kategorie ist. Ja, also da bleibt halt einfach viel. Ich meine, zieht da mal bei 3.000 brutto eure ganzen, also Steuern und Fixkosten ab, dann habt ihr halt vielleicht noch 500 Euro im Monat vielleicht übrig. Bei 4.000 brutto hast du halt vielleicht noch 700, 800. Nee, sorry. Du hast noch 1 oder 1,2 vielleicht im Monat übrig. Je nachdem, wie. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Durchschnittsbeispiel. Bei mir ist es mehr, ich lebe halt noch daheim und so. Aber wenn man sich jetzt irgendwie noch Miete zahlen müsste, so, dann wäre man halt so bei so einem Betrag. Ich nehme jetzt einfach, wie gesagt, mal so ein Beispiel, mit dem man sich jetzt jeder identifizieren kann. Und dann ist das halt einfach was anderes, weil effektiv verdient man halt nicht nur 25% mehr, sondern man hat halt effektiv knapp das Dreifache sogar. Und das ist halt einfach so dieser springende Punkt. 1.000 Euro mehr sind halt nicht 1.000 Euro mehr, das sind halt eventuell 200% mehr, was halt effektiv hängen bleibt. Bei gleichem Lebensstil. Und
dann kann man auch sagen, okay, ich arbeite jetzt nur 30 Stunden zum Beispiel. Oder, weiß ich nicht. Ich meine, bei anderen Jobs haben wir halt dann schon auch, ich sage jetzt mal, eher die Chance, dass man sagt, okay, hohe Nachfrage, geringes Angebot. Als wirklicher Softwareentwickler und kein Webentwickler, also Softwareentwickler, kannst halt remote arbeiten. Und da gehen halt auch mal die Löhne auf 70k, 80k, 90k sogar mal hoch. Ja, dann reden wir von ganz, ganz anderen Dimensionen. Und dann kannst du auch mal halt Senior-Entwickler werden. Bist halt bei solchen Löhnen meistens. Und ja, entsprechend ist es halt einfach definitiv was anderes. Du hast Aufstiegschancen und du hast auch vom Lohn her sehr, sehr gute Aufstiegschancen. Du kannst auch einfach sagen, okay, ich wechsle die Firma, ich will ein anderes Projekt machen. Hier, dieses Projekt bei der Firma sagt nicht mehr zu und so. Ich gehe vielleicht in Spielentwicklung oder so. Als Webentwickler hast du es nicht. Du bist stuck. Du bist vom Lohn her stuck. Weil du wirst, also klar, man wird besser, man wird schneller, man wird effizienter. Aber ich denke es halt zumindest nicht, dass es da so viel Spielraum gibt. Also ich meine, klar, du wirst vielleicht auch irgendwie auf den 50k kommen oder so. Das wird bestimmt passieren. Wobei, das muss man auch sagen, ich meine, remote wirst du fast nirgendwo arbeiten können, weil das Angebot ist halt so riesig und da ist es halt ein Arbeitgebermarkt im Prinzip eher. Und ja, halt irgendwie eine größere Firma zu finden, die auch sagt, so, ja, mit remote und so, ist halt auch wieder schwierig. Und ja, bei mir ist das so das Problem, so, ich kann halt als Einsteiger in Anführungsstrichen. Also je länger, dass ich jetzt hier warte, desto weniger Einsteiger ist es wahrscheinlich, weil mittlerweile lerne ich halt einfach auch so viele Sachen auf eigene Faust und auch eigene Projekte, dass ich halt wahrscheinlich im Jahr auch kein Einsteiger mehr bin. Auf jeden Fall, als Einsteiger kannst du halt nicht remote arbeiten. Das ist halt ausgeschlossen eigentlich. Aber hier gibt's halt nichts und ich kann keine ein, zwei Stunden am Tag in der Gegend rumfahren zu irgendeinem Arbeitsplatz. Das ist auch wieder scheiße. Das klappt halt irgendwie nicht. Das ist halt, ich weiß es nicht. Ich bin echt planlos. Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist, ich weiß es nicht. So rein rational betrachtet, ist das einzig Sinnvolle, was ich jetzt machen kann, ist wirklich irgendeine Art von Selbstständigkeit. Aber ich finde nichts und ja, ich merke da einfach so, ich werde halt älter und wie ich gerade schon erklärt habe, dieser Funken in mir, das ist einfach nicht mehr da. Ich habe einfach nicht mehr diese Motivation, ich habe eigentlich generell keine Motivation auf gar nichts mehr so. Also es klingt vielleicht Depri und so, aber es ist einfach so. Es ist irgendwie, man wird halt auch einfach älter und ja, ich meine, was willst du halt mit 26 oder 27 halt noch irgendwie anfangen? Es ist, ich meine, klar kann man sagen, so ja, wenn du jetzt 40, 50 wärst, musst du sagen, klar, natürlich, das verstehe ich schon, aber wir leben halt in einer Welt, in der es nicht mehr der Fall ist. Natürlich mit 40, 50 wäre es noch schlimmer, aber du kannst mit Mitte 20 eigentlich kaum noch irgendwie starten. Das ist schon im Prinzip zu spät. Weil die kreative Phase hast du vor allem viel früher. Jetzt, in diesem Alter, haben die produktive Phase, ja. Du hast keine kreative Phase mehr. Die kreative Phase ist weg. Die ist lang weg. Oh, Angel Rank 50. Nice. Nice. Sehr geil. Boom. Das ist einfach nicht mehr da. Und ist auch nicht mehr realistisch. Und diese Phase kommt, glaube ich, auch nicht mehr. Also das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, aber ich sehe jetzt ja nicht irgendwie, dass ich hier voll die krasse Phase kriegen würde oder so. Ich
meine, ich bin generell jetzt kein so kreativer Mensch und ich meine, ich war es früher vielleicht mal, aber ja, bei mir ist Kreativität, gibt es nichts mehr und ja, hier irgendwas anfangen, versteht mich nicht falsch, aber ich sehe mich da irgendwie aktuell nicht mehr. Das ist halt einfach aktuell die Wahrheit. Und das macht es auch wirklich gerade einfach so schwierig und kompliziert, einfach momentan irgendwie vom Fleck zu kommen. Versteht ihr? Ich komme einfach nicht vom Fleck. Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Yeah, yes, Diablos 2. Nice. Komm, erster. Nochmal STA, 5 Stück oder so, egal. STA plus 2, naja. Ja, jetzt wisst ihr gerade mal so das Ganze im Groben und Ganzen. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich meine, ich bin halt irgendwie nicht mehr so. Ich bin einfach nicht mehr so der Alte, glaube ich. Ich weiß es nicht. Fuck, mir fällt gerade ein, ich habe gerade dieses 10% Eldion XP-Ding vergessen. Blöd. Sehr unangenehm. Ja, wie gesagt, ich bin einfach nicht mehr so der Alte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es wieder kommt oder ob das einfach nur so eine, also ob es einfach nur so eine Phase ist, wo halt irgendwie, wo es dahin geht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es echt nicht. Ah, jetzt kommen irgendwelche Mobs hier ran. Alter, 50.000 Hits? What? Alien. So, einmal hier schnell ran. Und wieder zurück. Nice. Klappt wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Vor allem, was wirklich zusätzlich Geld verdienen. Das waren, ich weiß nicht, 4 Perien oder so. Ziemlich genau für Perrin. Ja. Und würde ich sagen, sollte man machen, ja. Können Sie ausrechnen, glaube ich, oder? Wir haben jetzt 15 Perlen gefarmt in der kurzen Zeit. Also, kurze Zeit. Ey, ich hasse dieses Spiel manchmal, wisst ihr. Warum bist du so dieses. Okay, ich kann es zumindest nachkaufen. Habe ich gerade gedoppelt? Nee, okay. Ich muss gleich noch ein bisschen länger machen, noch 19 Minuten dann für das Ampli. Fürs Pad-Ampli meine ich. Genau. Ja, also ich meine, wenn ich so drüber rede, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie auch gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie Bock, ich hätte Bock auf das fertige Projekt oder Produkt, besser gesagt. Wie gesagt, wo ich jetzt gerade schon erwähnt habe. Solche Dinge wie hier zum Beispiel so eine Data-Mining-Seite mit einer schönen Statistik und so, mit einem Diagramm und ich hatte Bock, wenn es fertig ist, halt nur noch irgendwie updaten, Features adden, vielleicht ein paar neue Diagramme adden nach dem gleichen Schema, hätte ich halt definitiv schon ziemlich Bock drauf, aber jetzt gerade mich damit auseinanderzusetzen und das halt alles irgendwie von vorne anzufangen, boah, gar kein Bock. Und verstehe mich nicht falsch, so vielleicht sagen viele so, ja, ist normal und so. Aber ich muss sagen, früher dachte ich mir, oder früher war ich irgendwie so ein bisschen anders. Da habe ich so gesagt, okay, cool. Dann schaue ich eben, wie man es macht. Dann lerne ich es eben. Aber ja, davon ist halt einfach, diesen Level Up gibt es einfach nicht mehr. Der ist irgendwann gestorben, glaube ich. Der ist nicht mehr da. Insofern, ja. Ich weiß es nicht, was ich mache. Ich brauche irgendeine Lösung. Irgendeine gute Lösung vor allem. Ich weiß aber nicht, wie die aussieht. Und ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt. Das ist so das größte Problem von allen irgendwie.
das ist gerade so das, wo wirklich, wie sagt man, der Hase im Pfeffer liegt oder so. Ja, 2,2 Kamops und wir haben nur einige mehr. Also ich muss sagen, ja, Geld machen wir auch ganz gut. Also ich muss sagen, ich habe mich damals, also vorhin nicht so verpeilt hier, natürlich auch mit Farm Counter, aber auch mit STR umstatten. Hätte ich das damals, also vorher nicht so verkackt, dann hätten wir um einiges mehr gefarmt. Also 2,3 Kamops sind halt realistisch, würde ich jetzt mal sagen. Die haben im Prinzip jetzt mehr oder weniger geschafft. Ja, ein bisschen verpeilt und so, das hat uns viel gekostet jetzt mit weggelaufenen Mobs und so weiter, also ja. Abgesehen davon, ich denke mal 2,5k, bis, vielleicht sogar bis 3k, glaube ich, wenn möglich. Not enough FP, was? Ja, 2,25. Genau, mal noch jetzt ein bisschen weiter. Ich überlege gerade, soll ich noch mit aufnehmen oder? Ich wüsste. Ja, ich meine, wenn ich schon mal live kommentiere, dann why not? Dann haben wir noch 21 Sekunden. Nee, das passt nicht ganz. Nur 21 Sekunden müssen auch gehen. Schnell rein da. 16 Minuten. Ja, das geht. %89, Pat hat %36. Ich muss sagen, das Pat hat sich relativ schnell gelevelt und relativ angenehm vor allem. Wenn wir jetzt noch eine Stunde leveln, dann glaube ich, würden wir es jetzt noch auf B bringen. Und B ist schon mal wieder relativ gut dann. Ab A haben wir ungefähr das gleiche Niveau erreicht wie vorher auf S. Bringt 69 Stats dann. Achso, müssen wir mal anhalten? Ne, ich mache mal einen Screenshot hiervon. Die Party levelt noch immer. Alter, 29% einfach. Warte, haben wir gerade nur 1% bekommen für das AOE? Wollt ihr mich natzen? 1%? Nein, oder? Aber wie hoch ist der Bonus? 52% und nochmal 100%. Ich weiß nicht, ob das 500% oder 53% sind. Keine Ahnung. Aber es klingt also irgendwie schon sau wenig. Das ist immer gar nichts. 1% pro AOE? Was? Das ist fast schon wie Offi. 97, jetzt achten wir nochmal genau drauf. Ja, Tatsache. Stell dir mal vor, er macht das auf dem Season-Server, wo einfach nur ein Drittel der XP da sind. Also weniger als ein Drittel. Also 30er Raids, hier sind mal 100er Raids. Stell dir das mal vor. Alter, das ist halt schon echt ein Witz dann. Ich meine, ja, wir könnten es noch... Ach, fuck, Buffs. Nicht gut. Gar nicht gut. So, mal kurz nach Darkon. Was haben wir hier gerade noch alles? Wollen wir angefangen mit 13 Perien, oder? Nee, kann ich. Nein, ist, oder? 13? Kann es sein, 13 Perien? Glaube nicht, oder? Trade. Ah ja, hier mal noch aufstellen direkt. Wie lange hält der? Keine Ahnung. Elion, direkt wieder weiter. Buffs haben wir alle, gut. So, rein da, let's go. Pet hat 40%, also das Pet Level gefühlt schneller als ich, glaube ich. Ich glaube, das Level hat wirklich schneller als wir. Ja, bisschen traurig, aber ja. Ich weiß nicht, warum ich hier so langsam level. Ich meine,
Ich kann doch hier nicht. Ich meine, ich pull ja so viele Maps immer. Es kann doch nicht sein, dass ich hier wirklich so viel langsamer bin, als wenn ich mit einem Ding leveln würde, mit einem Crack-Shooter. Selbst mit dem habe ich jetzt schon einen Rekord von 2,7 erreicht. Und ja, das war eine Try-Hard-Stunde. Ohne Escape allerdings. Also. Ich habe die Attacks komplett ausgecastet. Ja, warum? Warum machen wir so wenig Kills? Wenn wir casten, ist doch instant und so. Ah, Gott. Das Fly for Fun aus. Also, das Fly ist aus. Ich meine, ja, Laufgeschwindigkeit macht halt viel aus. Das bestimmt auch. Gib mir ein Fly, come on. Ey, dieses Game manchmal. Hier ist es. Nein. Mann. Ich hasse es, wenn man daneben klickt bei den Mobs. Also ja, machen definitiv noch 51. Aber ganz so optimal ist es gerade alles trotzdem nicht. Ich meine, gut, wir haben jetzt 10 Levels gemacht. Das ist, also 10 Level in einer Stunde ist wirklich ziemlich gut. Das waren 6 Minuten pro Level im Schnitt. Das ist sehr in Ordnung, das ist sehr okay. Ich meine, Pet haben wir jetzt über 1,5 Level geschafft, wenn man hier fertig ist. Ja, 10 Minuten haben wir noch. Also wir haben wirklich viel geschafft. Ich war in den letzten 6 Minuten haben wir, glaube ich, letzten 5 Minuten streng genommen, haben wir jetzt 7% gemacht. Beim Pad. Über 1% pro Minute. Wie bringt es hier? 50%. Ich weiß nicht, also Pad levelt sich halt mit AOE schon recht angenehm irgendwie. Ist eigentlich 0.30 Uhr, was? Alter, in diesem Game vergeht die Zeit immer so schnell. Nein, bleib doch da. Ihr dummen Mobs, Mann. Stell dir mal vor, wie geil ein Fly wäre, wo die Mobs unendlich Reichweite haben. Wie geil wäre das einfach. Wenn ihr einfach den kompletten Spawn tanken könntet und ihn nie weglaufen. Oh, das wäre so angenehm. Ich meine, ganzen Spawn zu tanken wäre nicht mehr effizient. Glaube ich. Aber es wäre halt irgendwie geil. Es wäre satisfying. Das wird richtig cool. Alter, wie Legend Squad, dass wir es gemacht haben? 4K oder was? What the fuck? Durch Angel Rank 50. Haut gut rein. Und 51. Yay. Aber ich komme nicht mal den Kill so hin, wie ich gerne wollte. Also ich weiß nicht warum, aber was haben wir jetzt gemacht? In, sagen wir, okay, abgerundet 300 Kills in 7 Minuten. Bin ich blöd? Ach nee. 300 Kills in 7 Minuten. 6 Minuten, wenn es sogar 3K Kills.
Was sogar ziemlich gut wäre. Halt ein Sechstel weniger wären. Ein bisschen weniger, 200 weniger. Nee, mehr als 200 weniger. Ich bin müde. Ich will nicht mehr rechnen. 10% wäre schon 300, ja. Ja. Was schreiben die hier eigentlich? Elden Quest, kann man weitermachen? Ach, Elden Quest. Fuck, habe ich die gemacht? Ich weiß gar nicht. Selbst wenn ich die gemacht hätte, ich könnte es nicht mehr abgeben, weil die Zeit schon um ist. Das Pad hat schon 50%. Also das Pad levelt wirklich, das levelt wie so. Alter, ist das geil hier, Mann. Einmal rein, direkt irgendwie 8 Mobs dazu genommen. Richtig schön. Ey, jetzt laufen die schon wieder weg, Mann. Come on. Ich hasse diese Viecher so sehr. Aber AOE-Damage ist ziemlich geil. Also mit 80k AOE-Damage macht das Ganze schon um einiges mehr Spaß. Das Problem ist, was mich gerade noch so stört, ist, dass man halt diese 600k AP braucht für das Legendary Colosseum und ein plus 20er Set mit Element plus 20. Gut, hier habe ich plus 18, weil ich glaube ich 300 oder 400 Fels hatte. Ich meine, das Element ist jetzt nicht so das Thema. Aber ich meine, come on. Wir reden hier von so unfassbar vielen Colosseum-Token oder Angel-Coins, die man hier braucht, um das Set plus 20 zu machen. Ich meine, noch nicht mal das Set auf meinem Dingen sind hier ist plus 20, ist auch nur plus 18 oder so, plus 19. Das heißt, ich weiß nicht, aber es ist dieses Balancing, ich meine, so wenn man halt jetzt eine Main spielt, okay. Wenn man eine einzige Main spielt, ist es wirklich, es ist auch nicht geil, aber es ist halt noch. Also als Knight Main, okay. Kriegt man zusammen, als Tank Main, klappt. Aber so spielt man halt nicht Flife irgendwie, also ich meine, ich spiele auch jetzt nicht Flife, um einen Charakter zu spielen. Das ist halt, das macht halt keiner und das ist auch unrealistisch. Jeder spielt dann mit zwei Charakteren oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte irgendwie alles ausgebalanced. Ich meine, das ist nicht grob falsch, würde ich jetzt nicht sagen, aber. Part Level 100, 500. Und ja, ich habe das Achievement, glaube ich, schon überall gehabt. Das kriegt man sogar relativ schnell, finde ich. Also nicht schnell, man muss schon taktisch online bleiben. Oder halt am Anfang, wenn halt alle mitleveln und so, oder generell wenn alle mitleveln und mitfarmen und so weiter, dann geht das. So ist es halt schon bedeutend schwieriger. Ich meine, ich glaube, Catsy hat heute, hat die gelevelt, ich glaube schon. Und hier Axel Edit hat noch gelevelt, hat irgendwie einen neuen Charakter hochgezogen. Ich weiß nicht wie viele, irgendwie einige auf alle Fälle. Alter, ich bin so müde. Ich schlafe jeden Tag so lang irgendwie. Und ich bin trotzdem so fertig. Ich weiß nicht warum. Momentan habe ich nach langer Zeit auch mal wieder sowas wie Träume oder so. Ich weiß nicht warum. Ist mir nie aufgefallen, dass ich keine habe, aber jetzt, wo ich welche habe, fällt es mir auf, dass ich eben keine gehabt habe.
Ja, klingt verwirrend, aber irgendwie, weiß nicht. Ich penne momentan richtig, richtig gut, aber es ist, ich bin trotzdem so fertig immer. Ich bin fertig, wenn ich aufstehe, ich bin fertig am tagsüber, ich bin fertig am Abend. Ich weiß nicht. Und ich meine, ich habe wirklich Premium-Schlaf momentan. Ich schlafe gut und ich schlafe lang. Und ich schlafe bequem. Also, auch die ganze Allergie ist jetzt endlich mal wieder weg. Also momentan ist es eigentlich Schlaf... Also es ist ganz komisch, teilweise wache ich so genervt auf irgendwann und stehe auf, weil halt Nase die ganze Zeit läuft, die ganze Zeit schneuzt und so weiter. Und da habe ich richtig schlecht gepennt. Und ich bin am Tag irgendwie so viel wacher als jetzt irgendwie. Ich weiß jetzt echt nicht, warum. Ich meine, vielleicht soll ich einfach wirklich mal früher ins Bett gehen oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht einfach mal jetzt ins Bett gehen, das wäre schon echt, schon ein bisschen krass irgendwie, aber... Keine Ahnung. 57% hat das Pad, krass. 57,5, 58... Alter, wie viel kriegt denn das? 1,5% pro AOE. Das heißt, es wären 1% ohne Pet-Ampli. 100 AOE sind halt realistisch irgendwie. Es ist halt gar nicht mal so utopisch viel, finde ich. Alter. Es fühlt sich immer so gut an in Life, wenn du einfach dieses AOE machst. Und du hast irgendwie X-Mobs-Puls, das ist halt einfach nur geil. Naja, also ich werde mir irgendein Projekt suchen und ich versuche halt echt, dass ich es irgendwie durchziehe. Momentan fehlt es mir einfach so die Motivation. Auch so für Minecraft und so. Ich meine, wenn ich Minecraft code, habe ich Bock drauf. Aber ich hab so ein Motivationsproblem momentan. Für alles, auch für Games, wirklich. Ich hab's bei Games, ich hab's bei Projekten, ich hab's beim Programmieren, ich hab's durchwegs im ganzen Leben aktuell. Ich meine, Winter habe ich hoffentlich Abwechslung. Wenn es nicht irgendwie die Corona-Sau wieder durchs Dorf treiben, dann habe ich hoffentlich wirklich Abwechslung und ich kann hoffentlich dieses Jahr wirklich richtig Gas geben. Das hoffe ich wirklich. Und das ist so überfällig. Ich hoffe, dass es gesundheitlich irgendwie funktioniert. Letztes Jahr war halt da alles komplett, das war halt RIP bei mir einfach. Ging halt überhaupt nicht. Ja, mal schauen, ob es dieses Jahr funktioniert. Ich hoffe es wirklich. Aktuell sieht es okay aus. Die Chancen stehen so 70-30, dass es funktioniert. Aber... Ja, gesundheitlich alles irgendwie... Sobald du irgendwie 25 bist oder wurdest, geht's bergab. Generell, so mit 20, so bis 20 war man, glaube ich, echt so richtig gut dabei und dann haben wir schon gemerkt, okay, immer hier immer so kleine Sachen und so. Mit 25 oder ab 25 dann ging schon ein bisschen bergab, ja. So, das war alles. So, komm, lass mich durch. Mann. Na, geht doch. So. Einmal rein. Quicksell beim Weg damit. Dann machen wir Schneeboxen. Ja. Boxen auf. So. Bitte eine Maske oder einen Umhang oder so. Ich will ein bisschen Geld verdienen. Oha, wir kriegen ziemlich viele CW-Jobs, merke ich gerade. Wie lange haben wir es gemacht? Kurz pausieren. 1,16 war es ungefähr. Ja, 3K Mobs, 22 Perin. Aber wir hatten noch vor. Ach nee, warte mal, wir haben Beats gekauft. Fuck. Deswegen haben wir so viel jetzt wieder verloren. Okay. Ja, war ziemlich unterwältigend, was hier rauskam. Das ist halt echt ein Witz. 2000 Angel Coins. LOL.
Alter. Sollen wir hier mal noch schnell was probieren? Wind. Zack. Hä? Nee, das will ich nicht. Ich will. Das Ding will ich haben. Dann hier nochmal 68. Der Knight muss geabt werden, das ist wichtig. Nee, nicht das Ding da. Mann, ich will. Element Upgrading. Ich bin müde. Man merkt es, glaube ich, oder? Bin ich müde? Merkt man das? Chancen sind 0,2%. Nee, 1,1%, glaube ich, müssen die Chancen sein. Also irgendwie so 90 Tries, 88, 9. Ich kann nicht mehr denken. Ich bin müde. Ich bin fertig. Gib mir einfach bloß 20 und ich bin happy. Ich will zumindest sagen, dass ich nochmal 100 Fails habe auf diese scheiß plus 19 oder was. Ich habe schon 300, 400 Fails drauf. Das gibt's doch echt nicht, oder? Hey, come on. Das gibt es doch nicht. Dieses Game, es fuckt mich ab. Dass ja nie irgendwas klappt. Dass das nicht klappt, ist klar. Ja, okay, das erwarte ich auch nicht. Und dass das ja auch nicht klappt, das ist mir auch klar. Wie war das da aktuell? 1000. Alter. Also das ist auch nicht off-mäßig hier, glaube ich. 10 Sockel brauchen normalerweise 1000 Tries oder 500 Tries oder so. Achso, wir haben noch ein bisschen was. Wir brauchen Shiny Oris. Das Ding müssen wir auch noch hatten. Plus 9 ist es, oder? Oh Gott. Boah, ich bin so durch, Mann. Jetzt habe ich für. Alter, ich bin für heute richtig durch. Komplett. Was? Was? Du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich doch. Was zum. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Jetzt kommt so ein Ding. Jetzt geht. Es ist geil. Es ist cool. Es ist absolut nice. Aber. Ich kann's nicht verstehen. Ich kann's beim besten Willen nicht verstehen, was gerade abgeht. Achso, handeln wir gleich mal noch die. Windkarten rüber. So. So. Jetzt muss ich Juwelen eins. Warte mal kurz mal testen. 200 KHP aktuell. Es ist halt so verrückt. Dieses Game, diese RNG hier, es ist. Nee, kann man es nicht anziehen. Was sind diese Scheiß, die das jetzt. Come on, jetzt. Zeig dich doch einfach. Ich sehe sie nicht. Wir brauchen auf alle Moonstones. Hä? Ach, da unten. Bringt HP mehr? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. So, STA. Dieses Ding als Ulti plus 10 ist, ich komme halt nicht drauf klar. 25 STA mehr. Bedeutet einfach mal 7 KHP mehr. Beziehungsweise sogar wahrscheinlich mehr wegen Suit hier, was wir es nicht drauf haben. Ja, jetzt habe ich wieder welche übrig hier. Ach, dieses Game ist toll. Es ist. Man muss es lieben. Dieses Standbild gerade, das habe ich gerade echt. So, 100 Tries. Das klappt bestimmt gleich mit 2 Tries auf plus 20. Ich weiß doch, wie dieses Spiel funktioniert. Ich weiß es doch. Wir müssen 200 Scrolls kaufen, wäre es safe nach 2 Tries auf plus 20. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ich meine, ich bin happy. Ich habe jetzt wirklich ziemlich viel Geld gespart. Von dem her ist es jetzt gerade nicht so dramatisch. Ja, es tilte mich gerade, weil ich trotzdem Geld raushauen muss, was nicht nötig wäre.
Aber ich habe halt zumindest mit meinem Ding, Alter, das kannst du dir halt nicht ausdenken, Mann. Warum geht dieses Ding nicht auf plus 20? Das gibt's doch nicht. Wie jetzt mal auf plus 20? Das kann doch nicht sein. Ey, wirklich, jetzt, come on. Ich glaube, die Suite ist verbuggt. Das gibt's doch nicht, oder? Jetzt, plus 19, wow. Ich wusste nicht, dass hier noch eine 19 angezeigt werden kann. Ich dachte mir, das Spiel kennt nur 18. Plus 20, toll, super, ich bin happy. Jetzt bin ich happy, jetzt bin ich wirklich happy. Wisst ihr was? Wir nehmen das restliche Geld. Wir versuchen unser Glück. Und versuchen den Ring auf plus 20 zu haben. Wenn es funktioniert, dann haben wir heute einen guten Tag. Wir haben definitiv jetzt schon einen guten Tag. Definitiv. Apotektier. Wenn das funktionieren würde, wäre ich. Boah, da wäre ich mega happy. Es wird nicht funktionieren. Sollen wir uns. Ich meine, das sind die Chancen 15%. Dass es funktioniert. Ja. Könnt ihr euch ausrechnen. Aber insofern muss ich sagen, zumindest sind die Tries schon ein bisschen runter. Plus 30 Schmuckset brauchen wir sowieso. Ich meine, klar, das Geld hätte ich jetzt schon auch gerne mitgenommen und so, aber ich muss einen Neid reinstecken. Geht nicht anders. Von daher, ja, shit happens. So, das war wohl nichts. Was kostet denn hier 5000? Oh, 5000. Wie viel habe ich momentan? 1700 und ich habe mal 2000. Nope, das wird nichts. Okay. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.